Hallo Leute, lange nichts mehr voneinander gehört, ne? Ja, wir machen mal so ein bisschen was von dem Valentinstags-Event. Allerdings habe ich ganz wenig Zeit und deswegen müssen wir das jetzt ganz fix durchziehen. Okay, unser Tantchen ist wieder wunderschön gekleidet, wie ich finde. Obwohl der Tannenbaum geiler war. Egal. Ja. Ach ja, die Liebe. Der Februar ist da und es ist wieder an der Zeit, die Liebe zu feiern. Zum Valentinstag wartet auf deinem Schreibtisch eine hübsche Pflanze auf dich. Und genau wie wir Menschen braucht auch sie Liebe und Zuneigung, um zu gedeihen. Wenn du dich gut um sie kümmerst, wird sie dich belohnen. Okay. Ja, ich habe es heute Morgen schon versucht, aber da war das Event leider noch nicht online. Deswegen, ja. Ist jetzt halt ein bisschen bitter für mich, ehrlich gesagt, weil dadurch habe ich umso ja, weniger Chance, hier die Sachen zu machen. Weil ich festgestellt habe, dass dieses Event gar nicht so ist wie die letzten Events mit irgendwelchen Dialogen, sondern man kümmert sich um eine Pflanze und das werden wir jetzt mal tun. Mein kleiner Schatz, ich habe eine ganz außergewöhnliche Pflanze gefunden. Ist sie nicht wunderbar? Sieh nur, wie sie sich hin und her wiegt. Leider muss ich für ein paar Tage verreisen. Könntest du dich so lange um sie kümmern? Sie braucht nichts Besonderes. Nur ein bisschen Sonne, Wasser, Dünger und Liebe. Wenn du dich gut um sie kümmerst, schenkt sie dir wunderbare Blüten. Die kannst du dann deinem Auserwählten schenken. Schließlich ist bald Valentinstag. In 7 Tagen bin ich wieder da und. Ach, das hätte ich fast vergessen. Du solltest regelmäßig mit ihr reden, sonst schmollt sie. Küsschen, mein Schatz. Okay, eine schmollende Pflanze. Und sie sieht nicht gerade glücklich aus. Ja, ich würde sagen, probieren wir mal unser Glück. Ich habe übrigens das Outfit mal ein bisschen kombiniert. Ich glaube, das ist die Catwoman-Hose und aus dem letzten, wie heißt es? Aus der letzten Episode die Bluse und die Hosenträger und so weiter. Leider sind die Hosenträger etwas kurz, weil die Hose davon sehr lang war, aber egal. Okay, also sie braucht anscheinend Wasser. Deine Pflanze hat Durst, das trifft sich gut, denn es regnet. Um zu gewinnen, musst du die Regentropfen auffangen und deine Gießkanne in 40 Sekunden auffüllen. Achtung, wenn du die schmutzigen Tropfen auffängst, verlierst du Wasser. Beweg deine Gießkanne mit der Maus nach links und rechts, um sie unter den richtigen Tropfen zu platzieren. Ach du Scheiße, sowas kann ich mit der Maus ja gar nicht. Ich flipp aus. Okay. Boah, das ist viel schneller als auf dem Handy. Ach du Scheiße, das schaffe ich doch nie. Nee, im Leben nicht. Oh Gott, Leute, bin ich schlecht. Wow. Ich versuche schon immer oben zu gucken, wo die blauen Tropfen kommen, aber ich sehe es nicht. Oh. Ich treffe sie einfach nie. Ich hab's geschafft! Oh mein Gott, auf dem Handy habe ich es nicht geschafft. Ich bin so glücklich. Bravo, deine Pflanze ist nicht mehr durstig. Du hast eine Blume erhalten. Okay, eine orangene Blume. Sie ist glücklich. Ich soll später wiederkommen, okay? Ja, also die Blumenfarbe scheint etwas mit den Flirts zu tun zu haben. Und zwar ist diese Blume für Pia. Dann gibt es noch einen Shop, nämlich das Outfit Valentine und das Outfit Floristin. Das Outfit Floristin werde ich euch morgen zeigen. Da muss man nämlich, ja, was bei der Bank kaufen. Ich kaufe dann was ganz Kleines, das passt dann schon. Ja, da haben wir ja jetzt noch nichts. Ich werde mal schauen. Preise des Events. Achso, hier kann man. Oh, krass. Ich habe mir die Outfits noch nicht angeschaut. Ich habe noch nicht gespoilert für mich selbst. Aber das sieht schon mal richtig geil aus. Erinnert mich so ein bisschen an das Kleid vom Abschlussball in Schulleben. Und hier die Haare sehen einfach cool aus. Und hier scheinen dann die Bilder zu kommen. Also man kann wirklich mit jedem Schwarm ein Bild bekommen, was ich echt extrem cool finde. Ach so, nein, ich will keine Blumen kaufen. Ach so, wie viel kostet das denn? AP. Ah, okay, man muss AP machen. So, ich werde jetzt mal Pia die Blume verschenken. Eine Blume für mich?
Danke. Gott. Oh, ist man da nicht selbst mit drauf? Ist das nur der Schwarm? Sieht zumindest jetzt gerade so aus. Okay. Ja gut, ich probiere es später nochmal, wenn das nächste kommt. Ich werde euch vermutlich jedes Spiel dann nur einmal zeigen. Genau. Ich finde es ein bisschen doof, dass hier keine Zeitanzeige ist. Das war sonst immer so, irgendwie 4 Stunden oder was. Aber egal. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde euch jedes Spiel einmal zeigen und dann nachher die ganzen Illustrationen und die Outfits dann im Endeffekt. Ah, tatsächlich. Ich habe durch einen dummen Zufall jetzt ungefähr 1 Stunde gewartet und ja, kann jetzt schon das nächste Spiel starten. Und das werden wir auch gleich mal zusammen machen. In dem Spiel geht es wohl um Dünger. Deine Sch Pflanze scheint ein bisschen Pflege zu brauchen. Warum kaufst du denn nicht etwas Biodünger? WTF? Muss man jetzt alle 4 Runden 5 Gold bezahlen? Was geht denn da ab? Das finde ich schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Okay, wir haben jetzt eine schwarze. Oder ist das schwarz? Ich weiß es nicht. Schwarz ist auf jeden Fall für Nathaniel. Achso, hier steht die 1. Du besitzt keine Blumen für diese Person. Okay. Ja, schenken wir Nathaniel mal eine Blume. Und eine Blume? Das ist ein ungewöhnliches Geschenk. Ja, zu Valentinstag nicht so ganz. Okay, hier sieht man so ein bisschen was von dem Stil. Er scheint auch eine Blume oder eine Rose halt eben in der Hand zu haben. Der Zeichenstil scheint ein bisschen anders zu sein als sonst. Das sieht man hier so an den Schatten von dem Unter-, Oberarm-, Ellbogen, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze noch so entwickeln wird. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, deswegen ich werde jetzt mal die, ja, die Häufigkeit hier nachzuschauen ein bisschen reduzieren. Vielleicht mal in einer halben Stunde noch mal reinschauen. Aber in der Zwischenzeit können wir uns ja mal eben anschauen, was es hier noch so gibt. Okay, also man kann sich die einzelnen Bilder hier anschauen, das ist klar. So, die Flirts. Okay, hier kommt man dann nur wieder dahin. Man kann dieses wunderschöne Floristinnen-Outfit freischalten. Und dafür. Ich rechne jetzt gerade mal ein bisschen nach, weil wenn man jedes Mal 5 Gold ausgeben muss, jedes Mal 5 Gold ausgeben muss, dann wird das ganz schön teuer. Ich muss mal nachgucken. Also wir haben, nein, ich möchte keine Blumen kaufen. Wir haben insgesamt 5 mal 6 sind 30, korrekt. 30 durch 4 wären circa 8. Ja, 7 bis 8. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich 8 mal Gold bezahlen. 8 mal 5 wiederum sind 40. Also wird das ganze Event vermutlich 40 Gold kosten. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier nicht für das Gold, sondern für die Aktionspunkte. Und dann nehmen wir jetzt mal das Geringste, was es hier so gibt. Ich bezahle das Ganze mit PayPal und skippe das jetzt mal. So, das Ganze ist geskippt und wir bekommen jetzt quasi für diese 3 Euro. Ja, ich gebe zu, ich gebe Geld für dieses Spiel aus. Ich bekomme aber kein Geld dafür. Zumindest momentan noch nicht. Ich werde auch nie welches bekommen, fürchte ich, aber egal. Ja, ist es so. Also, ich gebe Geld für Swedamoris aus. Das sollte euch allen klar sein, weil ich die ganzen Episoden immer durchspiele und so weiter. Wird nichts Neues sein. Auf jeden Fall, ja. 3 Euro war dieses Outfit jetzt quasi wert. Und wir schauen uns mal an, was hier die einzelnen Farben zu bieten haben. Okay, wir haben quasi, ja, so rosa-türkis-mäßig. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt unter rosa so ein bisschen mehr auch erwartet. Wie man sieht, sind die Spitzen von den Haaren, eingefärbt. Okay, dann haben wir hier Orange. Es scheint immer um die Farbe der Blumenschuhe und ja, der Haarspitzen zu gehen, scheinbar.
Also Orange mit Hellblau in Verbindung. Dann haben wir ein Türkis mit Rot. Ein Blau mit Gelb. Ein Dunkelblau mit Grün. Oh Gott, ist das hässlich. Entschuldigung für alle, die dies schön finden. Goldig mit Lila. Rot mit ja, so beigeig. Lila mit Braun-Schwarz. Schwarz mit Weiß-Blau und Weiß mit Blau-Schwarz. Ich gehe die ganzen Sachen nochmal für mich durch und gucke mir jetzt reineweg an, welche Haare ich am schönsten finde. Weil das für mich eigentlich immer so das Wichtigste ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich finde tatsächlich die Haare von diesem weißen oder von dem orangenen am schönsten. Ja, da mir insgesamt aber irgendwie das Outfit von dem weißen, also von den Farben her besser gefällt, nehme ich jetzt das hier. So. Ja, habe ich. You've already chosen your reward. I know. But I wanna go back. Okay, mal gucken, ob es geklappt hat. Man weiß ja nie. Ja, scheinbar schon. Also hier kann man jetzt auch die anderen Farbauswahlen sich aussuchen. Ich gucke gerade mal, ob irgendeine von den Rosenfarben hier noch zu gut aussehen würde. Aber irgendwie momentan eher nicht. Jo. Die Bluse ist ganz süß. Also die könnte ich mir tatsächlich auch noch in einer anderen Farbe vorstellen. Ja, tatsächlich sieht das sogar sehr gut aus. Aber das mache ich später offscreen. Ja, die Strumpfhose ist nichts Besonderes. Die Schuhe finde ich ganz cool. Könnten für mich obenrum ein bisschen weiter sein, aber die sind cool. Die haben bunte Schnürbände, ne? Auch das werde ich alles offscreen machen. Ja, von den normalen Outfits haben wir noch nichts. Die Blume ist immer noch glücklich, leider. Ja, ich glaube, das war's dann in dem Sinne auch schon. Ich wahnsinnig gerne sehen, wie dieses Outfit aussieht. Okay, dann sind wir hier mal soweit wieder durch. Ich melde mich dann das nächste Mal, wenn, ja, keine Ahnung, Sonne oder Liebe als nächstes kommt. Okay, Leute, dann hier erstmal wieder ein Cut und eine kurze Pause. Joa. Die Sonne versteckt sich und deine Pflanze sieht traurig aus. Finde sie schnell auf einer der Seiten des Spiels. Was? Oh Gott, jetzt muss man jedes Mal die Sonne suchen? Ich wäre bekloppt. Okay, ich gehe mal ins Zimmer und dann arbeiten wir uns mal durch. Mein Profil. Achso, hier ist übrigens meine Domain, meine Internetseite. Ich bin nämlich quasi Hobbyautorin. Da habe ich schon ein bisschen was geschrieben. Ist allerdings etwas länger her, dass ich das letzte Mal was geschrieben habe. Naja, auf jeden Fall könnt ihr da gerne mal reinschnuppern. Würde mich freuen. Okay, da war nichts. Dann gucken wir mal im Kleiderschrank. Okay, offensichtlich auch nicht. Ah, bei den Illustrationen, da ist sie. Bravo, deine Pflanze sieht wieder besser aus. Du hast eine Blume erhalten. Und diesmal ist es eine helle Blume gewesen. Mal schauen. Ich möchte immer noch keine Blumen kaufen. Die war für Hyon. Und die schenken wir ihm gleich. Eine Blume für mich? Danke. Oh, okay. Scheint wohl sehr verrankt vorzugehen bei Hyon. Ich bin gespannt, was sich da so weiterentwickeln wird. Okay. Ja, dann kommt jetzt mal die nächste Pause. Ich schau mal in 20 Minuten wieder rein.